Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22 zu einer weiteren Folge Big in the USA. Hier machen wir heute weiter. Und zwar geht es jetzt darum, die Felder 12 und 3 zu grubbeln. Mit denen der hat, ach nee, der hat die Maschine, ist egal. Grubbeln habe ich doch irgendwo stehen, oder muss ich mir da noch einen kaufen? Habe ich noch gar keinen Grubber? So, dann miete ich mir jetzt mal ein. Mein Multi habe ich, hab keine Gruppe. Na gut, dann fangen wir den noch mal. Dann fangen wir um mit Feld 12 an. Gruppe, 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 da ist Gruppe. Oh, die kann ich sogar kaufen. Sehr schön. Brauche ich mal mieten. Brauchen wir im Endeffekt nicht sowieso öfters mal. Ich muss sagen, das Digital-Tacho sieht zwar schon geil aus, aber mir gefällt es beim T8 besser, wo es vorne dran ist und nicht mitten auf dem Lenkrad gesetzt. Wie gesagt, das Digital-Tacho sieht schon wirklich geil aus, aber wie gesagt, beim T8 gefällt es mir besser, wo es vorne an der Armatur dran ist. So, dann kommt doch der Shop schon. Mal schauen, wie hoch kommt, Feld 12, da war ich noch nie. Fahren wir am dümmsten. So, hier hinten weiter und dann gerade hoch, wa? Da oben auf der Ecke bin ich ja noch nie gewesen. Oh, eins ist früher gekommen. Na egal. Könnte auch hier ein hoch fahren, ne? So, ich bin quasi schon richtig. Hier hinten geht's hoch. Hier hinten ist BGA. Hier hinten auf die Ecke. Also hinter dem Shop bin ich nicht richtig gewesen. Ich war immer nur da vorne beschäftigt. Da ist die BGA. Sehr schick. Wenn wir alles in Zukunft rausfinden, denke ich mal. Wieder der Sekunde, ich nehme jetzt wieder, vielleicht wieder mehrere Folgen hintereinander auf, dass ich da meinen kleinen Vorlauf hat von 30 Folgen. Und danach kann ich natürlich wieder auf jeden Kommentar, auf die Kommentare eingehen in der nächsten Aufnahmerunde. Hier kann ich ja jetzt mal auf die Sachen eingehen, die wir besprochen haben, oder wir hatten ja in den letzten Video, was ihr gesehen habt, ne, vorletzten Video. Also aus der letzten Aufnahme-Session so rum. Da hatten wir ja geredet über den nächsten LS-Teil, was da für mich so rein muss. Und muss sagen, ja, die meisten sind definitiv meiner Meinung. Klar hat der eine oder andere gesagt, grafisch, klar, geht immer was. Wenn da noch mehr kommt, warum nicht? Nehmen wir gerne mit. Das ist richtig. Aber sonst haben wir uns doch, sind wir doch eigentlich immer einer Meinung. Ne? Die Tiere müssen ein bisschen überarbeitet werden, der Helfer muss überarbeitet werden. Da sind wir uns doch schon alle so ziemlich einig, dass wir da in der Hinsicht schon mal so ein bisschen dasselbe wollen oder uns wünschen. Klar, vielleicht noch mehr Interaktion mit der Produktion oder sowas. Das sind halt so Sachen, die noch mit reinkommen könnten. Aber im Endeffekt, wie gesagt, müssen wir uns da überraschen lassen. So, dann gehen wir hier mal lang. Das sind jetzt zwar nicht die beiden Aufträge, wo wir hier die 10.000 Euro machen, also wir machen jetzt zusammen knapp 2.000 Euro. Aber ist egal, wir wollen nur so ein bisschen was von allen machen. Jetzt nicht nur Mais häckseln, halt auch ein bisschen Gruppe flügen, das gehört halt alles dazu. Egal wie, wir brauchen nämlich Geld, wie gesagt, wir wollen uns jetzt einen Feldhäcksler kaufen. Und da müssen wir schauen, dass wir uns noch ein paar Felder gönnen. Aktuell haben wir ja schon ein paar Stück, aber es können ruhig noch ein paar mehr werden. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig.
Ja, wie gesagt, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Da sind wir doch, soweit es geht, doch schon alle eine Meinung. Ich dachte, da kommen jetzt irgendwelche großen, wahnsinnigen Wünsche. Aber nö. Alles bis jetzt mit Wünschen, die halt, denke ich mal, auch umsetzbar sind. Also wo Giants auch keine Probleme mit haben sollte. Aber das werden wir natürlich irgendwann erfahren, wenn sie denn irgendwann mal einen neuen Teil ankündigen. Hier sowas zum Beispiel, dass er der Real Mod, das müsste zum Beispiel, also da habe ich mich zum Beispiel auch schon mal mit Matze drüber unterhalten. Das sind so Sachen, die sollten sie schon gucken, dass er die irgendwie Standard reinkriegt. Dass auch ein bisschen mehr Realismus reinkommt. Das sind so halt so Kleinigkeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die auf jeden Fall umsetzbar, denke ich mal, sind. Was die eigentlich auch schaffen sollten. Hat der Rücken noch PS? Ich meine, ihr kriegt den gezogen. Ich habe euch jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich habe einfach gekauft. Na gut, ich hätte auch den T8 nehmen können. Ne? Oh ne, der hat trotzdem genug PS. Ja, trotzdem genug PS. Das heißt. Ab auf den Kuschelbahn, ab auf der Autobahn mit dem Grubel. Grubeln wir um das Ding. Und dann könnte ich rein theoretisch die Autobahn rauf und lang fahren bis da hinten. Oder ich meine die kleine Straße dran. Das geht natürlich auch. Oh, schöne Kombi da. Wir wollen mit den Kurschkurve. Was gut ist, wir stehen ja so erstmal hier auf der Karte so recht gut da. Wir haben alles, was wir brauchen an Maschinen. Das ist immer so das Wichtigste. Das ist nicht so definitiv ein Hexer sein. Und dann nachher so langsam Richtung grüner Zeugs wächst Tiere, ne? Da bin ich jetzt mit überlegen, da könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wollen wir die Tiere alle auf den Haufen machen oder wollen wir die wirklich hier auf der Karte verteilen? Ich meine, die Karte ist ja groß genug, ne?
Man könnte sie auch schön verteilen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Den haben wir verteilt, die ganzen Tiere hier schon. Na gut, beide Fälle werden wir nicht schaffen heute in der Folge. Aber gut, das mache ich dann schon mit. Zwischen den nächsten Folgen fertig. So, wir donnern jetzt hier wieder Brücke. Da fahren wir da oben lang, wa? So. Wieder hier hinten war ich noch nicht, den kann man es auch mal ein bisschen ausnutzen, mal ein bisschen was anderes sehen von der Karte, ne? Oh, warum ruckelt das jetzt hier? Ich bin noch nicht mal ein Multiplayer, wieder nur ein Singleplayer. Das habe ich ja noch nie gehabt. Ist hier oben so viel los, dass hier so viel laden muss, oder? Also hier hinten war ich echt noch nie gewesen. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ziehen hier, oder? Ich hätte nicht, dass die Karte so riesig ist, wenn man hier nicht mehr drüber fährt. Dann kann ich mal gleich immer den Feldweg lang. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Karte so riesig ist. Konnte ich mir so drauf gucken, eigentlich gar nicht so vor, ne? Aber gut. So ist es halt. Und so, das ist das erste Feld, was jetzt für alle jetzt gewickelt haben. Legen wir den da mal um hier. So grob runtergesetzt und schon wo das Feld zu 10% abgearbeitet wird. So soll's gehen. Na gut, schaffen wir doch alles in der Folge. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Allein du halt, weil es ja doch ein Ende zu fahren ist. Aber nö, sind wir fertig. Also wir fahren jetzt gleich, ich kann es ehrlich sagen, aber ich dachte auch sehr gerne mit den New Hornets.
Und die sehen auch geil aus, so schön breit von hinten mit dem Rücken drauf. Das hat schon was, das sieht schon sexy aus. Du hast doch keine Stelle, nee, die kommt aber bald. So, dann werden wir noch einen Weg nach unten machen. Ja gut, ein bisschen über 2000 haben wir richtig für beide Missionen zusammen. Klar, was der Gruppe sich sind hier, das dauert ein bisschen, aber das ist nicht so. Arm ist besser als breiten. Gucken wir mal, was sind die Rundumplatze am Leben herum. Hier keine Mecking kann, die fahren hier mit so großen Geräten. Ohne Rundung läuft nur die Gegend. Aber guck mal, liebe Freunde, damit sind wir auch am Ende von der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Klar, ist jetzt nicht so spektakulär aktuell. Alleine ist es ja sowieso nicht spektakulär. Aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wirklich über ein Like freuen, wenn ihr das nicht vergesst. Lasst einen netten Kommentar da und an die Neuen, lasst gerne ein Abo da, würden wir uns auch mega drüber freuen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare ein paar Themen reinschreiben, vielleicht auch Fragen, die ihr habt, worüber man so quatschen kann in der Folge. Wäre natürlich auch mal was. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die rein. Kann man ja so nebenbei so ein bisschen quasseln. Damit bin ich raus, wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.